Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Devil May Cry Part. Wir sind im Club dieser blöden Hure, Mundus Freundin, und wir wollen sie erledigen bzw. als Geisel nehmen, um Cat zu retten. Und wir sind hier... Oha! Ich wusste das. Irgendwie hatte ich es im Gefühl. Jawohl, Seelenpunkte. Nice one. So, und sie hat uns hier einen wunderschönen Parcours gemacht. Was? Wow, zum Teufel. Play? Ist das YouTube? Dann machen wir mal Play. Bei der Teufel hat Talent. Ist ganz einfach, Tante. Überleg und du erhältst eine Audienz mit mir. Was natürlich nur heißt, dass ich höchstpersönlich dein Gehirn rausreiße. Aber wenn du versagst, stirbst du und deine kleine Schlampe. Man sagt, dass du die Macht von Himmel und Hölle in dir hast. Sollen wir das mal auf die Probe stellen? Ja, gleich, aber ich habe da hinten gerade was gesehen. Kommen wir da noch irgendwie hin? Das... ein Schlüssel? Komme ich denn da hin? Auf andere Wege vielleicht, ich weiß es nicht. Wir gehen einfach hier mit. Was soll ich machen? Aua. Ah! Ah, Karl! Jump in, run! Wow. Alter, das war knapp. Ja? Keine Ahnung, wo soll ich hin? Ich versuch mal das hier. Oh, hat geklappt. Oh, Punkte für mich. Bam! Da haben wir die Seele. Ey, ich dachte, hier wäre nur noch ein Showdown-Fight, aber... Ihr seht, Kinder, es ist nicht so. Gut, gehen wir hier lang. Nein, no, Bro. Aber die Seele habe ich bekommen, ne? Ja, ja. Komm ich da hin? Ach, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Dim, 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 dim. Was haben wir hier? Also sollen wir anfangen? Die erste Runde wird für einen gut ausgestatteten Kerl wie dich. Ein Zuckerschlecken sein. Ach, kein Problem. Oh, ich sehe. Da haben die Spielemacher sich aber was Witziges ausgedacht. Dass der Boden sich die ganze Zeit so verändert. Oh, da seht ihr es. Also, ich muss sagen, sehr abwechslungsreich. So, weiter geht's. Haben wir irgendwie neue Wege freigeschaltet? Nein. Du bist noch immer im Spiel und kannst es noch schaffen, der lächerlichste Lackaffe des Limbus zu werden. Jetzt komm ein wenig näher. Wieso lächerlich? Ich mach das doch gut. Ich will Superstar werden. Limbo-Superstar. Ah, langt das? Langt das? Jawohl. Perfectly. Hier links noch lang und da hoch und. Und das. Das war's ja schon. Das war einfach. Runde 2 von 7. Wie schnell bist du? Du hast 30 Sekunden, um meinen erbärmlichen Gegner ein Ende zu setzen. Wunderbar. Los geht's. Ich weiß schon genau, welche Attacke ich nehme. Erstmal. Solches. Au! Oh, ah! Boom, Bitch! Komm her, Kleiner! So, nächster bitte. Dankeschön. Keine Seele, kein gar nichts. Okay. Play. Für diesen Scheiß habe ich keine Zeit! Doch! Hab ich. Es macht Spaß. Ach ja, die Qual der kleinen Göre. Keine Sorge, sobald Mundus mit dir fertig ist, wird sie nichts mehr spüren. Gar nichts mehr. Doch, die Leidenschaft zu mir wird sie noch spüren. Denn wir sind ein Herz und eine Kehle. Seele, was? Nein, ich meine natürlich ein Schmerz und eine Kehle, falls ihr das kennt. Aber ich glaube nicht. Oh ja.
habe da, glaube ich, eben den Schlüssel gesehen. Da hinten ist er. Nee, ein Herzstück. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Aber die Area hier sieht echt geil aus. Warum sehen unsere Clubs nicht so aus? Das wäre doch mal was Neues. Runde 3. Runde 3 von 7, schon beinahe die Hälfte. Was denkt ihr, liebe Feiernde? Sorgen wir die Sache etwas auf, Peppy? Round 3. Aua, aua. Ja, ja. Oh, 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 oh. Und tschüss. Komm schon, komm schon. Alle Mann, alle Mann. Aua, verdammt. Mann. Jetzt langt's aber. So, jetzt habe ich euer scheiß Schild kaputt gemacht. Das gefällt mir schon ein bisschen besser jetzt. Oh nein, ah, es kommt von allen Seiten. Ah, weg. Oh Mann. Oh, alter Schwede. Du, hau ab. Ah, geschafft. Fight war nicht einfach. Aber Play. Whoop. What? So lange überlegen nur wenige. Meinen Glückwunsch. Scheint, als ob der Teufel seinen Superstar gefunden hat. Bist du der Teufel? Mann, ein langer Gang. Aber wir haben unseren Engelschub. Einmal richtig interessant. Sollen wir die Lichter ausmachen? Oh oh. Nein, lasst an. Was jetzt? Ach so, ja, gerne. Juhu. Kommt her, alle näher kommen. Ah, das macht Spaß. Ja, ja, ja. Okay, neue Idee. Aquilia bringt ein bisschen mehr. Mundus war auf der Suche nach dir, seit er dich zum ersten Mal erblickt hat. Erinnerst du dich noch an die Nacht, Dante? Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn ich mit deiner mickrigen Leiche ankomme. Dann wird er meckern, weil er mich umbringen wollte, ja. So sieht's aus. Ist das der richtige Weg jetzt gewesen? Ich weiß es nicht. Verdammt. So. Anscheinend nicht, aber da ist eine Seele für mich. Und. Boom! Ich hoffe, wir sind bald da. Weil ich möchte sie in diesem Part noch erledigen, auf jeden Fall. Hello! Aha, guck mal, das schadet mir jetzt nicht. Ah, coole Sache. Und weg ist er. Anarchie. Langsam begreife ich, warum Mundus so von dir fasziniert ist. Oh nein, warte, ist er nicht. Er will mich nur tot sehen. Es wäre mir eine Freude, diesen Gefallen zu tun. Das wird aber nicht klappen, Schlampe. Weißt du, Dante, zu sein ist nicht wirklich. Jedes Leben ist von mir. Besonders meine Familie. Hier ist deiner Familie. Komm her, komm her. Hier habe ich was Feines für dich. Stehst nicht drauf? Das wundert mich jetzt aber.
Bam! Ausgewichen. Wo bleibt er? Wo bleibt er? Ja, haha! Na komm, greif an. Ich weich aus. Komm schon. Spüre mein Schwert! Aber nicht, wenn ich daneben hau. 1, 2, 3, da ist er. Er ist so ein Weichei. Er hat einfach nur Angst, gegen mich zu verlieren. Was er auf jeden Fall tun wird. Keine Seele. Alter Schwede, ist das so. Oh, so ein Engelschub ist echt praktisch. Seele? Nein, keine Seele. Geh kaputt, Pac-Man. Können wir uns was Neues holen? Nee, können wir nicht. Ah, fast. Verbesserung auch nix. Weiter geht's. Wenn hier jetzt noch eine Seele auftauchen würde, das wäre geil. Aber keine da. Ein paar Spinnen. Aber die haben nicht gereicht. Ach, eine Seele. Ja, verdammt. Uns fehlen noch 16 Punkte. Egal. Dann verzichten wir einfach mal auf die. Vermisst du deine kleine Freundin? So eine Schande, dass du nicht zusehen kannst, wie gegen dich heult. Willst du wissen, wie sie klingt? Ein bisschen wie deine Mutter, als du mir das Herz herausgerissen und Das will ich gar nicht hören, was sie labert. Bring diesen labbrigen Dämonenarsch hier runter. In Ordnung. Okay, Kleines. Ich verstehe. Meine Geduld ist langsam am Ende. Klären wir das. Jetzt gleich. Round 6. Geisterwüter. Ach du Scheiße. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich ihn so nicht angreifen kann. Also, oh da, jetzt geht's. Ja. Nein, verdammt. Aber er kriegt trotzdem Schaden. Okay, nochmal. Nein, Mann, ich will dich boxen, boxen, boxen. Los, los, komm schon. Du bist ein Weichei. Ah, verdammt. Trau dich, komm schon. Muss ich ihn hier hinlocken? Kann das sein? Nein. Wir greifen. Ah. Ah, ich sehe. Ah. Verstanden. Ah, okay. Ja, Blutwüter. Ja, man muss immer in den Dämonen- bzw. Engelsmodus gehen. Dann klappt das auch. Guck, guck. Ah. Komm her! Trau dich! Na wunderbar. Oh nein. Solche Anziehungskraft. Die Köter können sich ja kaum von dir fernhalten, Dante. Ach, komm her! Oh fuck. Oh, 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 oh. Eigentlich hätte ich lieber einen großen genommen, aber jetzt ist es zu spät. Jawohl! Jetzt können wir uns auf einen konzentrieren.
Nimm die. Hey, du wirst angegriffen. Merkst du das gar nicht? Waffenwechsel. Du bist dran, Schätzchen. Wunderbar, Kinder. Wir haben das Level geschafft. Mission abgeschlossen. Stilpunkte. SS. Zeit. SS. Mal 7. Oh, na okay. Geht so, ne? Ja, nur einen benutzt. Tode, gar keinen. Na, siehste, S, wunderbar. Na, und ein Verbesserungspunkt. Oh, Kinder. Bald können wir sie richtig zusammenschlagen und ich freue mich schon richtig darauf. Aber irgendwie geht's gerade nicht weiter. Punktezahl wird an Bestenliste übermittelt. Ja, dann mach mal. Geht nicht. A, A, A. B, A, B. Okay, Kinder, ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben jetzt auch schon 16 Minuten, so Pi mal Daumen, auch wenn es jetzt wieder geht, Pi mal Daumen gespielt. Wir sehen uns einfach im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.